dein Statement zum Annie the Duck-Skandal findest du auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram. Ich habe mich überall dazu geäußert. Hab auch einen 12-Stunden-Stream zu dem Thema gemacht, mir ein Statement mit euch angeschaut. Also auf Dramarama for You auf YouTube sind alle meine Reactions. Ja, wir haben jetzt das nächste, haben wir das Spicy Drama um Kamin Corp, das wir uns anschauen können, Leute. Es gibt Spicy Drama, gibt's. Wait, also, ich verstehe es legit nicht. Versteht ihr's? Also, die verhalten sich wie die letzten Penner, beschweren sich darüber, dass sie sich nicht wie die letzten Penner verhalten können, dürfen sich nicht wie die letzten Penner verhalten und jetzt boykottieren sie die LEC, oder was? Ach stimmt, wir brauchen AP-Damage. Ich habe gar nicht gesehen, dass Kados gebannt war. Exakt. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Sehr erwachsenes Verhalten. Die Kritik ist, dass bei G2 waren Masken erlaubt, aber bei ihrem Ganzkörperkostüm Pepo war es nicht erlaubt. Und deswegen boykottieren sie jetzt die LEC. Das kannst du niemandem erzählen, ne? Das kannst du echt niemandem erzählen, ne? Also ich kann euch sagen, beim Red Bull Event, da gab es auch, sagen wir mal, Teile der Veranstaltung, die auch nicht so glücklich waren, wie sich die Casey-Fans verhalten haben. Haben die euch auch ausgebuht? Ne, die haben Faker ausgebuht. Und Leute beleidigt, die an ihnen vorbeigelaufen sind. Und sind gegangen, als ihr Team fertig war. Also Riot struggled. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, warum das gerade so schlimm ist. Aber aktuell hat jeden Abend Riot Server-Probleme. Und dann können wir ja nicht spielen. Wir können praktisch nur Solo-Queue spielen. Wir spielen allerdings gegen LeBlanc plus Lee Sin. Da müssen wir sehr, 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 sehr sauber spielen. Mist. Ich habe gehofft, dass ich nicht flashen muss. Ah, wir kennen einen Minion. Kill nicht Worth. Kennen Minion verpasst. Aber wir haben ja Fenrir. Ist Fenrir nicht eh AP Shaco? Nice, die Wave passt, wir können aber resetten. Dein Statement zum Annie the Duck-Skandal findest du auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram. Ich habe mich überall dazu geäußert. Hab auch einen 12-Stunden-Stream zu dem Thema gemacht, mir ein Statement mit euch angeschaut. Also auf Dramarama for You auf YouTube sind alle meine Reactions. Nee, also ich habe mich dazu nicht groß geäußert. Ich habe mir die ersten 10 Minuten vom, oder die ersten 5 Minuten vom Statement angeschaut. Und da habe ich mir gedacht, das kann sich kein vernünftiger Mensch antun. Mein initiales Gefühl ist, mit der begrenzten Knowledge, die ich gesammelt habe, sich von Annie the Duck eher fernzuhalten. Und gut für Reefed und Mauki, dass sie sich dazu geäußert haben. 5-0, wow, das könnte ein schnelles werden. Echt crazy, wie wir zurzeit climben. Mann, ey, wir hätten es noch in uns. Ich habe einfach zu wenig Zeit wegen der scheiß Krankheit, ne? Ich habe einfach zu wenig Zeit. Das ist so schade, ne? Ich dachte, der macht einfach eh. Ja. Nice. Okay, das war jetzt nicht das beste Fenrir-Play. Aber Fenrir ist ein insaner AP-Shaco. Der wird richtig zaubern später. Ich habe da vollstes Vertrauen. Der Mann ist ein richtiger Magus auf Shaco. Mm-mm. Ich glaube, Mercs sind zu gut hier, um sie nicht zu bauen, oder? Na, gleichbar mit Pink Ward. Ich weiß nicht, wie gut Pink Ward ist aktuell. Das könnte ich dir nicht sagen. Also Fenrir ist halt konstant richtig High Elo, ist der. Und ich glaube, Pink Ward ist ja so ein bisschen zwischen Diamond und Challenger. Also immer mal so dazwischen irgendwie. Ich meine, gerade turnt das Game ziemlich, ne? Weil die Botlane von denen jetzt gerade sehr, sehr stark wird. Oh mein Gott, ich habe die Platte nicht gekriegt. Are you kidding me? Ich war doch so nah dran. Wie habe ich denn da die Platte nicht gekriegt? Mal Richtung Botseite. Wir haben auch einen Full AP Gragas Support, sehe ich gerade. Ich wusste praktisch, dass er kicken würde. Deswegen habe ich meine Ult auf seine Ult gepuffert. Weil wenn ihr, dann kann er mich nicht kick-coon. Und dann tradet er einfach seine Ulti und ich meine und wir sind aber fein. Mist.
Echt, also das ist so schwierig, den Turret zu hitten neben ihr, weil die hat schon, jetzt schon adäquaten Damage, um uns so ein bisschen unter Druck zu setzen. Da hätte ich All-In gehen müssen. Also direkt E drauf, direkt Q drauf, einfach um sie zu forcen, dass sie nicht so viel Damage auf uns machen kann. Wir müssen ein bisschen Gas geben, damit wir pünktlich zur Flex gefährlich sind. Das ist sehr, 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 sehr wichtig schon, sehr. Nice, die Platte gehört uns hier. Nice, Bot Turret gone. Nee, da können das Game schon relativ lange machen, wenn sie wollen, leider. Wir sollten jetzt nach unten gehen, schon ob wir da die Jinx einmal töten können. Hm, wenn sie den tötet, meint ihr, die kann mich killen? Die ist gar nicht so schwach, ne? Weißt du, Mann, die kriegen gerade echt eine Menge, die Gegner. Man pusht du jetzt Bot und gehst nicht mit, ne? Naja, wird schon wissen, was er macht, I guess. Wir können Mitte porten und für den Turret spielen hier. Nee, Ash pusht unten. Der muss unten erstmal raus. Sein Sodbrennen besser geworden? Ja, das ist besser geworden. Es ist immer noch nicht weg, ehrlicherweise. Also es tut schon ein bisschen weh heute, aber ich bin halt selber schuld. Ich bin einfach dumm. Man muss es, also manchmal muss man auch ein bisschen leiden. Also das war wirklich einfach saublöde. Hm, tatsächlich wird das Game wahrscheinlich ein langes, oder? Mit einer Jinx, die scaled. Was war denn? Na, gestern hatte ich meinen ersten schmerzfreien Stream und ich habe mich ultra gefreut und dann hatte ich in der Nacht so eine Fressattacke und dachte, ich gönn mir was. Und dann habe ich was richtig Leckeres, aber halt auch was Ungesundes, Fettiges halt zu essen bestellt. Und hab das halt mir in der Nacht reingehauen. Und naja, wie das Schicksal so will, habe ich jetzt heute insanely hartes Sodbrennen bekommen. Oder gestern Nacht. Und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Und jetzt habe ich heute halt die ganze Zeit, also mir tut halt Schlucken weh, ne, wegen Sodbrennen halt. Und wenn, ja, jeder, der weiß, wenn man spricht, dann, oder wenn man was trinkt oder so, dann muss man halt was schlucken. Und dann, ne, wenn das nicht schmerzfrei geht, ist halt nicht so cool. Einfach dumm. Es ist einfach dumm. Ich hatte mich so sehr gefreut, dass gestern war so ein geiler Stream, wisst ihr. Wir haben gut abgeliefert, es war eine geile Stimmung im Chat. Ich konnte endlich wieder schmerzfrei spielen und das, keine Ahnung, da habe ich einfach nicht nachgedacht. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt, also in der Base habe ich Navoris. Mit Navoris sind wir halt sehr, 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 sehr stark. Aha. Nehmen wir uns das hier mal. Und dann gehen wir einmal schnell zurück. Wir sind 1000 Gold wert. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht von der Jinx Rocket hier gesniped werden. Weil das ist halt, also die lebt gerade nicht, aber das ist halt eine Möglichkeit, wie die Gegner nochmal zurückkommen können, wisst ihr. Wenn ich jetzt da meinen Shutdown und die Jinx wieder. Ich meine, die LeBlanc kann zum Beispiel nie gegen uns spielen, würde ich sagen. Komm Richtung Mitte. Bei sowas kann man aber noch ein bisschen dominanter spielen. Da muss nicht mein ganzes Team sterben dafür. Wir können leider nicht enden. Das wäre jetzt halt perfekter Zeitpunkt für ein Ende. Weil dann wären wir genau pünktlich. Na, das öfter mit Sodbrennen spielen, Leute. Also ich finde, seit ich jetzt wieder im Sattel bin, seit ich zurück bin, spielen wir so insane Games. Also dieses Wochenende und heute, das sind so kranke Games gerade. Also, ja. Hast du Offstream gezockt? Ein bisschen, ja. Also Captain Hardstack ist jetzt plötzlich wieder am Climben, ja. Das war so bad von mir. Fucking hell, bro. Ich hab dir einfach 1000 Gold geschenkt und nicht meinen Jump gepuffert. Warum denke ich kann das fighten? Das ist so krass wie dieser Shaco-Carry, ne? Der AP-Shaco. Die können tatsächlich, kann er unten sogar den Turret nehmen, wenn er möchte. Aber wir können vielleicht enden dafür. Ich hoffe mal, also wäre cool natürlich, wenn wir jetzt nach dem Game unsere LP wieder hätten.
die uns Riot gejoinkt hat. Komm mal. Nice. Let's fucking go, Leute. Let's fucking go. Und wir gucken mal, ob wir unsere LP noch bekommen haben hier. Fenrir erstmal honoren. Richtig krasses Game von ihm. 615, nee. Das heißt, wir haben unsere LP noch nicht bekommen. Wir haben unsere LP leider noch nicht bekommen. Wir stehen jetzt 7-0 heute. Und wir sind jetzt, glaube ich, also wenn wir die LP noch kriegen für den einen Luis, dann, für den einen Win meine ich, dann sind wir, glaube ich, ein Game oder so vor Grandmaster jetzt. Was ist deine Main Lane? Mitte. Mitte ist meine Main Lane. Weil das actually so aussieht, wir sind 615 haben wir gerade. 223. Das heißt, wir sind aktuell Platz 1230. Bekommst du etwas von dem neuen Werbeabo von Twitch ab? Wenn Twitch mehr Werbung schaltet für euch, krieg ich mehr Geld, ja. Aber ich habe jetzt halt sehr wenig gestreamt die letzte Zeit wegen, naja, ne, Mana, scheiße da. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever one.